Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 13 von Minecraft. Ja, ich sehe niemanden, der Dingens, So. wie heißt er? Ah, da ist er. Abrisus kommt um die Ecke, also den begrüßen wir erstmal. Hallo. Hi-ho. Und den Mich kannst du Knolle gar kann nicht ich so gut leider nicht sehen, einbauen. weil der Knolle ist auswärts am Schlafen und den begrüße ich aber trotzdem ganz recht herzlich. Guten Tag. Ich bin Gut, hier der neue okay. Reinkommer. Der ist halt unser Höhlengollum. Jo, und wir hatten letztens einen Kommentar und der Kommentar ist so, dass ich, wo ich jetzt hier stehe, von unserem Haupteingang zu unserem Haus sozusagen bis zur Höhle, sollten wir vielleicht eine Allee machen, die so 8 Felder breit ist, also Zaun links, rechts mit Fackeln drauf und dann Bäume reinpflanzen. So könnten wir zwischen der Höhle und unserem Haus hin und her wandern und auch nachts dann Holz fällen zum Beispiel und wären dabei sicher. Genau, ich habe jetzt ein paar Fackeln, du kannst ja mal ein paar Zäune machen. Ich glaube, die muss ich gerade noch holen. Die sind, glaube ich, noch oben im Schrank. Ich mache hier erstmal wild so weit Fackeln hin, dass ich hier denke, dass das relativ, ja, sicher Glaube, dann wir brauchen sein noch könnte. Fackeln, hat er gesagt, ne? Zäune, wo waren die? Waren die nicht bei Holz drin? Ach doch, da sind sie Ja, bei Holz. ja. Ich mache da mal gerade fünf Weil wir haben Fackeln. ja auch den Tipp bekommen mit der Taste F7, dass das bei Tag womöglich sein soll, da zu sehen, wo Monster spawnen können und wo nicht. Da es jetzt natürlich gerade Nacht ist, geht das Ich nicht. komme mal. Jesus, Ja? schmeiße dir deine begehrten Fackeln dahin. Oh, ich bastel Ich mal hab. gerade noch ein bisschen Dingens, ne? Zäune, oder? Ich glaube, da brauchen wir ein paar mehr. 27 waren noch in der Kiste, das reicht, glaube ich, nicht, Ja, oder? das reicht für die ersten paar Meter. Ja, aber mehr auch nicht. Weiß jemand, wie viel Wolle wir haben? Wahrscheinlich noch nicht so viel, weil. Weil ich. Ja, nein, mein Bett hier baue ich mir lieber nicht ab. Mache, sterbe ich und dann spawne ich nicht mehr hier. Eben. Obwohl, wir haben ja. Shit, jetzt habe ich was falsch gemacht. Die werden auch Stöcke gemacht, ne? Alles klar, wie immer. Oh, da ist einer verschwunden. Verbindung zu ihm ist gerade weg. Jetzt Ja, ist er wieder da. ist da, ja. Ja, ein bisschen Schlecht, aber wird wohl, ne? krabbelig. Warst halt gerade Weg. lost. Lost in Lass uns Space. verlassen. Lost in Space. Ja. Ich muss jetzt mal gerade gucken, dass wir hier. Ich habe das falsch gemacht. Ich habe natürlich Stöcker nicht genommen, sondern Ach, ne? wir haben ja schon Bretter. hier. Das ist ja jetzt angenehm. Ich wollte gerade sagen, ja, jetzt muss ich nochmal gerade So, loslaufen, jetzt mir Wolle holen. 43 wahrscheinlich auch noch nicht genug, aber ich nehme sie jetzt erstmal und wir fangen erstmal an, oder? Ja, klar. 43 Zäune Ich sind mache ja schon hier mal was. Halt schon mal so ein bisschen Licht. Hat das mit der F7 funktioniert? Ich habe das eben nicht Es mitgekriegt, ist weil ich. Nacht. Es Es ist ist Nacht. Nacht. Und da geht Ja, es ich mache nicht. mir jetzt gerade ein Bett. Ja, Kaum wahrscheinlich, weil funktionieren. dann. Aber. Ich mache mir jetzt gerade ein Bett noch. Dann kann ich unten in der Tja. Höhle schlafen. Dann bin ich ein richtiger Gollum. Ich mach das mal so. Ist das richtig so? Sollen wir das so machen? Ja, ob er das so gemeint hat, weiß ich jetzt nicht, aber ich vermute mal, so 3, 4 Felder breit kannst du den Gang schon machen. So, er Und hat 8 bis 9 dann. Felder davon gesprochen. Also, das ist schon mal klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube nicht, dass er damit meinte, die Breite des Weges Doch, die an meint er ganz sich. einfach, damit da ja auch noch Bäume rein können und man auch vernünftig laufen kann, weil die Bäume ja auch teilweise relativ niedrig wachsen. Das bin ich von Schreibe überzeugt, ich dass er euch da so darum, was meint. ein Zuschauer geschrieben hat. Ja, ist doch Ja. schön, oder? Ja. So, jetzt sind wir hier. Aua. Ich sollte mir Nahrung mitnehmen. Da. Ne, der war falsch. Jawohl, ich habe eine Hexe getötet. Oh Komm ja, her. und beim Töten ist es ziemlich laut geworden. Was? Ja, also Hier ist rauschte wie einmal bekloppt gerade. rauscht. Also ich bin ja. Okay. Oh, Da hier kommt ist ein wohl ein Ton. Creeper gewesen. Da ist nämlich ein dickes Loch. Ja. Also irgendwie hat sich dein Mikro gerade ein So. bisschen rauscht. Okay, Moment. So. Den Hühnerstall können wir dann nämlich jetzt auch ein bisschen abbauen, ne? Ich bin ja der Minenarbeiter, ich nehme das verrottete Fleisch, ne? Ist kein anderes Essen mehr da, oder was? Doch, noch 2 Clownfische und 2 Hühner-Chicken-Dinger. Jetzt habe ich natürlich keine Erde mit, um dieses Loch vernünftig zu stopfen, ne? Oder? Ne, habe ich nicht. Shit. Moment, Hast du Erde mit? ein paar habe ich Aber dabei. da, wo der Zaun ist, mach mal auf jeden Fall lang. Der soll gerade noch weitergehen, genau. So, jetzt mir die Erde ausgegangen. Das passt ja gerade so. Ja. Gut, dann haben wir das nämlich so wenigstens so ein bisschen
einigermaßen, ne, wie ich das Ich stelle gerade das so wieder in sage. die Höhle und dann können wir. Der Mond geht schon wieder unter, dann braucht man gar nicht mehr schlafen, oder? Nee, aber da können wir das mit F7 nochmal probieren. Boah, bei mir leuchtet gerade das Huhn wegen der Fackel. Das leuchtet gerade voll. So, und dann sind natürlich auch gerade die Zaunteile alle. Gut, dann müssen wir nochmal welche neue machen, ne? Jo. So. Hier sind auch noch welche, ne? Das wisst ihr. Wo? Zaunteile? Unten in der Höhle, in der Krohe? Nee, hier, ich baue die gerade mal ab. Hier oben. Abrisus, machst die Tür zu, ne? Kann mal jemand hier gerade kommen, weil ich habe mein Inventar voll. Nee. Gehst du, Abrisus? Ja, so, wo jetzt? Richtung aufgehende Sonne, oder? Nein, zur Höhle zu halten. Hier, siehst du mich? Ach, dort, ja, ich sehe dich. Weil hier steht noch ganz viel Zaun. Ich baue den gerade mal noch ab. Ich habe jetzt nämlich eine Axt dabei, aha. Ach, super, hey, jetzt er hat mal auf mich und die Kommentare gehört und hat mal... Es waren die Kommentare, nicht du. Oh. Ja, war doch so. Gleich mal eine reindrücken, ey. Ja. Ne? Hast du auf mich gehört oder auf die Kommentare? So. Immer erstmal, hast du auf mich, da hinten in den Zaun. Ah, okay, alles klar. So, wie viele Zeile habe ich? 12. Ne? Ich glaube, das könnte noch knapp werden. Ach so, man hat mir auch geschrieben, ich sollte mal essen. Ja. Man hat mir geschrieben, ich sollte mal essen. Das will ich doch mal gleich ich tun, Schaden oder? Ich habe Schaden gekriegt von irgendwo. Das da rechts unten, das ist leer. Ich glaube, das ist der Schaden. Oh, jetzt habe ich das weggeschmissen, ne? Genau. Das war falsch, was ich da getan habe. Muss ich erst oh nein, jetzt habe ich was Falsches gemacht. Ich habe nämlich hier eine Kiste abgebrochen. So, essen. Cobblestone kann ich wegschmeißen, das weiß ich. So, sieht das schon besser aus mit dem Essen, oder? Ja, man sollte halt immer ein bisschen Nahrung dabei haben. Ja, das ist ja nicht das Problem. Ich hatte die auch bei, aber man muss sie auch essen. So. Ich habe mir 24 Weizen mitgenommen, also alles, was da war. Da kann ich mir nach und nach mal was zu essen machen. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe hier noch 12 Zaunteile. Ich will hoffen, dass es reicht. Sonst habe ich wieder dispositionsmäßig was falsch gemacht. Wieso sind hier oben die Zäune weg? Die hat er abgebaut. Ich dachte mir, ein zusätzlicher. Ach so! Ich dachte, super. Das wäre. Ja, ich dachte, hä, wieso stehen die da unten runter? Das braucht doch eh keiner. Ich leg dir die Zäune wieder rein. Fand ich jetzt richtig cool. Ich dachte, ja, wieso stehen die da runter? Die braucht doch eh keiner. Unten rechts habe ich jetzt ein paar Fackeln reingetan, die ich über hatte. Die kannst du dir auch klein nehmen. Ja, jetzt habe ich keine Zaunteile mehr auch. Auch gut. Gut, dann müssen wir noch ein paar Zaunteile machen wieder. Fackeln, hast du gesagt? Sind in der Kiste drin, ja. Und nimm dir auch einen Stack Erde mit, damit das wieder klar ist. Neun Fackeln habe ich hier jetzt noch bei mir unterwegs bei, sozusagen. Ja, oben sind 51 drin oder so. Okay. Ja, es hat wieder gut geklappt. Die Fackel steht wieder an der falschen Stelle. So, von mir wird es jetzt wieder zum langweiligen Teil. 2, 3, 4, 5. Okay, der passt nicht, die Fackel. Dann machen wir die da weg. Ich habe sie jetzt alle 5 eingemacht. Ich glaube, das reicht, oder? Auf ja, dem Zaun. Gut. Aller 5. Ja. Ja, du, ich, bei Fackeln hat man ja, kann man ja eh genug machen, weil Holz und Kohle, das geht einem ja nie aus. Weil ich mache die dann meistens, um ganz sicher zu gehen, eben eine Fackel einmal freilassen, eine Fackel. Oh Gott, so von der Verschwendung, also sowas. Ja, guck mal, ums Haus drumherum habe ich das auch so gemacht. Ja, dann kann ich ja dann noch welche abbauen. Es ist Tag und ich drücke F7. Und es passiert leider nichts, war ein Mod, wa? Also, bei mir passiert da nichts. Also, F7 wenn ihr war was das. Seht, jetzt beim Video angucken. Oh, nein, ich sehe auch nichts. Bei mir ist es auch nicht, das muss ein Mod gewesen sein dann. Ja. So, einmal Entschuldigung für meine Zuschauer, weil mein Kopf hat sich gerade minimiert. Aber, so. Ja, das ist ein das machst Grund. Du dann ein schwarzes Bild raus? Nein, das macht er automatisch. Ja. Gut, das was wollte ich machen? Ganz klein. Die Frage ist jetzt, ja, was wollte ich. So, Zaun. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich kann ja ein paar Jahre unten bleiben. Ein paar Jahre? Ja, mal.
Mein Inventar ist voller Spitzhacken. Und hast du hier ein bisschen Holz mitgenommen für die Truhe? So. Eine Truhe war da oben noch. Okay. Steht am Ende des Gangs. Ja, aber auch unten, wo du halt arbeitest. Ja, da ist die ja. Oder meinst du, du bräuchst da wo ich jetzt gerade bin? Ja, dort unten, wo du halt abbaust. So. Aber hier, wenn du mal guckst, Reiter, hier hinten, wo ich stehe, wenn du hier noch einen Zaun ranmachst bis zum Berg, dort, wo es so treppenmäßig hochgeht. Wo stehst du? Ich sehe dich jetzt nicht. An der Ecke hier, ich hopp mal, wenn du rechts hochguckst. Ah, da, ja. Wenn du hier von der Ecke noch einen Zaun einfach den Zaun weiterziehen, ne, da oben, dann geht's, bis ne? Bis zum Hügel, dann kann man dort nämlich die drei Türen wegmachen, die Ecke. Unten die Türen meinst du wegmachen, oder was? Ja, die Ecke. Ich bin jetzt am überlegen, ich hätte ganz gerne noch so wie so eine Vorburg sozusagen, also die Türen würde ich da unten gerne schon lassen. Okay. Dass wenn mal irgendwas ist, ein Creeper da was kaputt schießt, explodiert oder so, ne? Dass man sozusagen dann wie so ein Burgfried hat, ja. Ja, genau, das wäre vielleicht noch ganz sinnvoll, oder? So eine durchaus. Idee. Ja, die Idee ist jetzt so nicht verkehrt, also ich bin da ja auch immer mehr so ein bisschen auf Sicherheit bedacht als, Wie ist denn gerade die Tageszeit so draußen? Die Sache ist, hast du jetzt in dem Zaun hier, wo das du Licht. Den Gang hast, irgendwo eine Tür? Bis jetzt noch nicht, nein, die habe ich noch nicht. Ich habe jetzt nur den Zaun erstmal gezogen. Jetzt bin ich am überlegen, wie wir das hier oben am Berg machen. Können die Monster von oben reinfallen? Ja, könnten rein, theoretisch. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es da aussieht. Also ich weiß nur, dass sie fallen können. Ja, also ich werde da sowieso noch Fackeln hinmachen. Ich werde dort ja auch einen Gang hoch machen zu meiner Villa da oben. Zu meiner Sommerresidenz. Ja. Von daher gesehen werden dann eh von oben keine runterfallen, aber momentan könnten sie wahrscheinlich noch runterfallen, ja. Ich weiß jetzt noch meine nicht, wie Güte, ich es bauen soll. Bei dir hat's bei einem von euch hat's gerade gerauscht. Ich habe erstmal so schockartig umgedreht, weil ich dachte, hinter mir steht ein Creeper. Na dann. Es hat sich so ganz leise so. In der Nähe ist ein Zombie. Hier ist irgendwo ein Dungeon, glaube ich. Aber nur schlecht ausgeleuchtet. Ja, das Rauschen war gerade wieder so ein bisschen da. Ja, ich muss mich ja ein bisschen entschuldigen. Ich habe ja bald ein neues Headset. Mal wieder. Zum 20. Mal. Ja, ich weiß nicht, ob man beim Mediamarkt oder sonst wo irgendwann... Bitte keine Schleichwerbung hier. Massenrabatt kriegt, wenn man da sagt, okay, ich nehme eine Palette. So. Ich nehme eine Palette, weil mir ja, geht die das geht bei Mediamarkt immer. Weißt du, so. Ja, aber wir sollen keine Schleichwerbung machen. Ist genau. Klar. Ja, genau, danke. Außer man kriegt Geld dafür. Und das kriegen wir noch nicht, von daher gesehen. Ach ja. Ist das okay, nicht schön. Okay, ich mach dann mal Werbung für die kleinen süßen Tiere von Schleich. Ich mach Schleichwerbung. Ihr macht irgendeine andere Werbung. Die kleinen Modelle von Schleich da. Tja. Dafür mache ich Werbung. Kriegst du Geld von Schleich? Lava. Das wurde aber immer so hell. So. Da drunter war Eisen. Sehr gut. Geh bloß weg, Lava. Der war richtig reichelt gut jetzt. Breitet die sich aus oder was? Nein, die geht weg. Naja, Lava breitet sich schon aus. 4 Felder, ne? Ja. Oh nee, ich habe jetzt keine Lust mehr zu graben. Man gräbt ja auch den Stein unter den Füßen nicht weg. Das ist ja so. Ich hab nach oben rausgegraben. Ja, wenn du nach oben gräbst, senkrecht über dich drüber. Die Lava hat nicht so eine schnelle Fließgeschwindigkeit. Da muss, also wenn ich nach oben, direkt nach oben grabe unten in der Höhle, da habe ich immer einen Finger auf der Taste nach links oder nach rechts oder zurück. Damit ich, sobald ich Lava sehe, erstmal weglaufe. Das ich ist bei mir Standard. Idee, das ist die Idee. So eine richtig gute. Ich habe einfach unten drinne in der Erde, habe ich ein Loch gemacht. Dass sie jetzt nicht weiter fließt, sondern... Nein, ich bin so doof! Nein! Was? So, das hat geklappt, glaube ich. Nein! Ich hab ein Stück... falsch gesetzt und dann ist die... Oh.
Zweites Ei geworfen, kam ein Huhn raus. Na super, das ist ja wieder was für mich. Und 9 Eier, 2 Hühner. Nein, ich brenne gerade. Ja, ganz Er toll. versucht in Wieso? Lava zu schwimmen, Ach, oder? das ist. Oh Gott. Oh, Ich dachte, Schippe das wäre. kaputt gegangen. Ich dachte, das wäre Stein und es ist Gravel, deswegen ist die Lava direkt auf mich zugekommen und ich sterbe gerade. Scheiße. So kann man natürlich seinen Lava-Knolle verbrannte. So kann man natürlich auch sein Inventar leeren. Ja, wäre ich vielleicht mal ein bisschen weiter nach hinten gerannt. Nachher ist irgendwas von mir jetzt noch kaputt. Ich bin auf jeden Fall ganz weit von der Lava weg gewesen. So 3 Felder oder so. Ja gut, aber die Lava, die wirft ja auch so Funken aus und die werden dich getroffen haben, denke ich mal. Nein, nein, ich habe die ganze Zeit gebrannt. Und Ach so. ich hatte nicht meine Leben voll, das mein Hunger voll, Oder du deswegen. musst halt einen Eimer Wasser dabei haben, dass du das Wasser sozusagen irgendwo auskippst und in das Wasser hupst. Dann hörst du ja auch auf zu brennen. Also unten habe ich auf jeden Fall schon was, eine kleine Basis. Ich habe eine Werkbank und ich habe da drüben eine Kiste. Bloß kein Wasser und nicht Weil schnell die genug Lava die am Ende. Finger. Doch, meine Finger waren ja schnell genug. Als ich gemerkt habe, dass ich gebrannt habe, bin ich ja ganz schnell nach hinten gerannt. Okay. Tja, aber die Folge nenne ich nicht Todesfolge, bloß weil du gestorben bist. Ich habe noch ein Herzchen, ich bin mal wieder gerade runtergefallen. Jetzt aber schon, ne? Fast Todesfolge. Ich glaube, Ganz schlimm. Todesfolge nenne ich bloß, wenn wir alle drei gestorben sind in der Folge. Und es wird auch wieder Nacht, also wenn du eh gerade hier oben bist, dann könnten wir die Folge hier oben beenden. Nein, ich nehme, ich mach, warte, ich mach gerade hier erst zu, ja. Ich benutze jetzt aber diesmal auch Stein dafür. Ja, irgendwie will Okay. ich das hier noch zu Ende Ich hätte schaffen, aber nämlich gerade irgendwie Gravel benutzt, habe deswegen ich ist mir da auch jetzt immer die auch Lava gerade entgegengekommen, keine. weil ich immer Gravel benutzt habe. Okay, wo seid ihr? Also ich bin oben im Haus, ich guck dir gerade zu, wie du dort, Ist es Nacht? Es wird Ja, Nacht, es ist dämmert schon. ich probiere irgendwas, aber so ganz bin ich da nicht mit zufrieden. Aber naja, ich lasse es erstmal so und werde nächste Folge Ich dann nehme mal gucken, gerade dass es wieder besser zurück, wird. das ist meiner. Denke ich mal. Du kannst ja auch sagen, was du dort vielleicht machst. Vielleicht kommt ja ein Kommentar, der vielleicht dich auf neue Ideen bringt oder so. Ja, ich habe da rechts ja den Zaun, will den weiter nach links ziehen, aber ich will da zwischen dem Zaun Ja, ich und hab's dem Berg geschafft. so eine Terrasse sozusagen haben, damit Okay. da, wenn da einer runterfällt, vor dem Zaun runterfällt. Also die Zombies, die springen meines Wissens nicht weiter als Zwei ein Felder Feld, höchstens, ne? ja Oder genau, 2 Felder höchstens. deswegen habe ich nämlich zwei Felder zwischen Berg und Zaun gemacht sozusagen. Okay. Ich habe mir gerade ein Lager gemacht. Ich habe mein Bett unter die Werkbank gestellt, weil ich schlafe, backe ich voll rum, aber das ist mir sowieso egal. Hauptsache es ist kompakt. Okay. So, ich lieg. Ich auch. Moment, da muss ich mich noch hinlegen hier. Gut. Ja, der als erstes gerufen hat, ne? Ja, okay, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid und ihr zwei seid dran. Genau, ciao und bis dann. Tschüss.